Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Backfisch zu Hause mit eurer Airfryer machen könnt und zwar fettarm, fettfrei, wie ihr es nennen wollt. Wir brauchen hier so ein Fertigbrötchen, ist ja so eine Art Viereck-Quaderbrötchen, da passt das nämlich super drauf, wie ihr hier seht. Das hier ist der Backfisch, der ist auch jetzt wie gesagt schon fertig erworben worden. Das heißt also, diese Produkte gibt es recht günstig, das hier im Supermarkt und das genauso. Und natürlich dann der Remoulade dazu. Das heißt also, ihr könnt zu Hause ganz einfach, wenn ihr einen Airfryer habt, sehr lecker und günstig euren Backfisch selber machen. So fast wie auf dem Weihnachtsmarkt. So, als allererstes, wir öffnen die Luke von unserer Airfryer, packen jetzt den besagten Fisch dort rein. Der muss oder ist nicht gefroren. Das reicht nämlich, wenn der so aufgetaut ist, und packen den auf das Rost unten, lecken uns die Finger dabei ab. Also man merkt, das ist ja ein bisschen schon frittiert worden, schon beim Hersteller. Das heißt also, wir brauchen hier nichts dazu machen, aber auch wenn es nicht vorfrittiert wäre, würden wir auch nichts dazu machen. Dann schließen wir jetzt die Schotten und werden nun die Gradzahl auf 200, also auf die höchste, einstellen. Und hier, es kommt es darauf an, Leute, wie knackig ihr es wollt. 10 Minuten ist so mag ich es gerne, so ein bisschen wabbelig, also nicht wabbelig, sondern schön warm, aber noch nicht so richtig knackig. Und wenn ihr es richtig knackig haben wollt, macht ihr 15 Minuten den Timer. Das heißt also, in meinem Fall drehe ich jetzt bis 10 Minuten. Und wenn das Teil gleich abgelaufen ist, dann gibt es lecker Backfisch belegen. Und zwar mit Remoulade zusammen auf unser Brötchen. Und dann miam, miam, miam. Bis gleich. Jetzt öffnen wir. Hört ihr, wie es brutzelt? Oh yeah. Es riecht doch gut. Also, es gibt verschiedenartige Backfische im Supermarkt zu erwerben. Jetzt nehmen wir das vorsichtig raus, legen das auf unser vorbereitetes Brötchen. Oh yeah, guckt euch das an, ey. Das sieht aber gut aus. Und jetzt nehmen wir was Remouladchen. Oh, ein bisschen Remouladchen geht immer, oder? Und packen uns da jetzt noch schön lecker Remouladchen drüber. Oh yeah. Guckt euch das an. Backfisch, selbstgemacht. Das sieht doch gut aus. Und das schmeckt auch gut, sage ich euch. Und es ist günstig. Und ihr müsst nicht warten bis Dezember, weil alles geht auch ohne Weihnachtsmarkt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.